Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Letztes Mal haben wir uns hier wieder gefunden. In dem Dungeon, den wir noch nicht fertig hatten. Oh fuck. Ach ja, waren halt die Dinger. Oi. Damit hat man mich sowieso überrascht. Jetzt schießt die schon zwei, ey. Aua. Ja. Und da möchte ich jetzt auch weitermachen, wenn sie mich mal ein bisschen in Ruhe lassen wollen. Ja. Genau. Ja, komm. Ja, jetzt Bele hin. Jetzt kommt. Oh, die gehen bis hinter. Wo bleibt ihr denn? Hallo. Mann. Geht doch. Scheint es hier noch? Ach, egal. Geht erstmal hier rüber. So, was ist mal hier jetzt wieder? So, jetzt geht's hier wirklich weiter. Oder auch nicht fallen. Also vorsichtig. Nur, dass die Feuer aufploppen. So, automatisch Feuer, ein gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Automatisch Feuer? Muss ich das verstehen? Okay, dann geht's nicht weiter. Ah. Boah, fuck. Oh Gott. Das war knapp. Was ist jetzt los? Oh, ich hasse euch. Ja. Muss ich nur gegenseitig verhauen? Alter. Na los. Kommt schon. Gibt es mir ohne. Oder auch nicht. Mann! Geht doch Nummer 1. Ist mir bloß kein Herz übrig. Zack. Jetzt komm her. Hier ist was. So, jetzt mal so ein bisschen umgucken. Ich brauch erstmal wieder ein paar Herzen, ey. Natürlich meinen Timer nicht vergessen anzumachen, aber egal. Ja. Geht doch. Okay, jetzt geht das wieder auf. Ah, jetzt geht das auf. Okay. So, gibt's hier noch irgendwo ein paar. Ah, hier ist noch eine Schatztruhe. Was gibt's hier Schönes? Boss-Türschlüssel. Das Ding. Das ist noch ein Schatz, oder nicht? Naja, gut. Also, dann wollen wir mal. Den brauche ich eigentlich. Ach ne, hier ist noch was. Wahrscheinlich. Was gibt es hier schönes? Die Sterne, oder? Ja, hätte es gedacht. Was ist hier so für die Throne? Ist hier noch irgendwas zu finden? Nämlich.
Ja, jetzt spawn direkt vor mir. Oh, das ist so unfair, ey. Das sind Rüstungen, Leute. Ich will so den Schatz holen. Was ist hier noch? Ja. Hab ich ja schon gewesen. Oh, ich hab dich da getroffen. Geht doch. Die Schatztruhe interessiert mich jetzt eigentlich noch ein bisschen. Weißt du, wie komme ich da hin? Ah, ich gehe jetzt mal zum Bossraum. Gib mir bloß keine Herzen. Ich weiß nicht, ich habe noch einen Trank. Ich weiß nicht, ob der was bringt hier. In der Form. Gehen wir erstmal durch den Bossraum. Oh Gott, das war ein schlimmes. Ah, nochmal zum Heilen da. Ui, ihr habt 20 Töpfe zu holen. Juhu. Oh Gott. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es noch nicht ein furchtbares Monster. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Ja, genau, ein Endboss ist niedlich. Obwohl, das kann man eigentlich von Loki sagen, bei Dingen weiß. Da kommt etwas. Ach du Scheiße, was ist das denn? Wie kommt ihr nicht vorbei? Hey, der sieht aus wie ihr, Andy. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag. Wir haben keine andere Wahl, es zu bekämpfen. Ach du Scheiße. Okay. Okay, das machen wir ein bisschen aus. Jetzt mal gucken, was denn so alles. Aua, kann. Hallo. Treffen. Oder so. Besten gegen die Wand noch. Komm. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn da. Jetzt weiß ich, was da drauf ist. Alles kommt. So. Was kommt? Los. Komm, Fledermaus, komm her. So, komm. Ach, das ist gut. Komm hier gegen. Jetzt hab ich dich. Aua. Jetzt hab ich dich. Das kommt her, ich brauche noch mal Herzen. Drei. Okay. So, weiter geht's. Was ist da nur bloß drin? Ein legendäres Schwert, sieht schwer, aber dafür sehr cool aus, erinnert euch an einen alten Held. Das sah aus wie von Cloud das Schwert, oder? Ja, lol. Von Cloud das Schwert, cool. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Mine entdeckt. Schnell zu meinem Dorf, hoffentlich ist es nicht zu spät. Okay. Da haben jetzt voll fettes Schwert, Alter. Herr Lehrkämpfer, haltet durch, bis die vierte Dimension eintritt. Oh, Kämpfe. Wow. Cool. Aua. Bam. Ah ja, natürlich. Geiler, ey. Aua. Stopp. Zumba. Okay. Mario, let's grüßen. Zumba. Zumba. Ja. So. Ah, no problem. Das wieder.
es gibt noch mehr. Sehr schön, Stufe 5. Muss man hier ein bisschen durchgucken. Das ist Dorfklobe. Ach du Scheiße. Ja, natürlich. Mario lässt grüßen. Ist das geil. Ist das geil. Erster Hit. So, meins. Dann nehmen wir natürlich. So, ein fettes Vieh kann man ja auch nicht treffen machen. Dieses Spiel ist einfach nur mega geil. Sehr schön. So, ab rein. Oh, gerenderter Hintergrund. Ja, natürlich. Wie cool. Handy sind wir zurück. Hoffentlich geht alles allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um es zu retten? Tja. Aogai City. Ist das geil. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützt einst das ganze Land. Oh, der Mana-Baum. Oh, ist das cool. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt. Die schwarze Zitadelle. Oh, da sind so geile Anspielungen. Herrlich. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Gut. Kann man hier reingehen? Wird geladen. Ist das geil. Hallo. Ich habe in letzter Zeit beunruhigendes Gerücht gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Es war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Okay. Ich will da rein. Da ist der Brunnen. Wird geladen. Ja, Schatztruhen. Unruhiges Kind, das rennt den ganzen Tag lang herum. Ah gut, das kennt man ja von mehreren Spielen. Warum so rennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mein Feuerwerk spielen. Kartenspieler. Oh nein, jetzt geht's los oder was? So, hier bestimmt noch ein Verkäufer, oder? Teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch ein günstige, solide Ausrüstung. Erstanden. Silber. Schneller DVD-Player. Wie machen wir das? Schneller DVD-Player? Ich liebe Doppelzwilling. Nicht nur das Spiel selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Ich will spielen. Was auch immer passiert, wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr eine nette Partie doppelt aus seid, seid ihr bei mir Leute richtig. Regeln. Jeder Spieler beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Der Spieler platziert eine Reihe um Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherer Wert entsprechend daneben platziert. Ich will mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Okay. Warum? Oh. Final Fantasy 8. Ist das nicht geil? Ich weiß gar nicht mal, wie das hieß, das Spiel in Final Fantasy 8. Genau. Ist das geil? Ist das cool? Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Spiel. Nein, hast du nicht. Das ist gut. Bam.
kein gutes Blatt. Der hat 6. Ich muss erstmal schlafen. Was kommt jetzt? Boah, eine 7er-Karte. Ich geh krachen. Scheiße. Das sieht kacke aus. 4, 3, das kann ich alles nicht schlagen. Ach, Dreck. Nächstes Unentschieden spielen. Natürlich kann er die schlagen. Scheiße. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. You win. Okay, ich hab gewonnen. Nächstes Mal gewinne ich Kartenspiel. Ihr habt eine Runde Doppelswing gewonnen. Komm, in der Runde will ich noch. Nee, einfach. In der Runde noch. Was habe ich andere Karten? Ach, nehme ich die hier gleich. Ich kann mich jetzt nämlich zwei Gläser schlagen. 5, 4. Zack. So, die kann ich auch schlagen. Nehme ich die hier. Kann ich beide haben. Zack. Das sieht sehr gut aus. Sechser kann ich leider nicht schlagen. Fünfer ist eigentlich egal. Zack. Ja, Mann. Na komm, ich probiere mal auch noch Mittel aus. Ist wahrscheinlich stärkere Karten, oder? 6, 7. Ist eigentlich am besten, wenn ich die hier hinlege. So. Die nehme ich doch gerne mit. Kann ich glaube nicht schlagen, oder? Nein. Dann lege ich sie hier. Ja, trotzdem wieder gewonnen. Sehr gut. Jetzt probiere ich schwer noch aus. Mal, wo muss ich anfangen? Ah, die schlägt da. Fangen wir. Ach, ist doch scheiße. Ich fange mit der an. Boah! Alter! Die nehme ich gerne. Oh, das ist doch unfair. Ist das unfair? Zack. Och ja. Jetzt kommen hier Karten raus, ey. Was hat er hier gewonnen? Außer, er legt jetzt, bitte legt jetzt nicht dort unten hin. Yes. Ah, Unterschied nur. Oder? Du lust, es steht 5-5. Ja gut. Okay. So. Ich möchte eigentlich wissen, was dieser Schiss über den Player ist. Doreen von Sarutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbricht. Ja. Oh, danke. Ja, natürlich.
Ich gehe nochmal zurück. Die wird doch bestimmt erst mit ihnen reden wollen hier, oder? Kann ich hier in links rein? Nö. Was ist hier? Nischt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Da haben wir schon gequatscht. Gehen wir mal hier hoch. Hintergründe einfach nur wow. Da wollte ich in Paponika. Ich bin hierher gezogen, weil der Anwohner am Mana-Baum bessere Ernten versprach. Es muss eine ziemlich böse Macht geben. Die Ödnis verbreitet. Seht euch nur an, was mit meinem Haus passiert ist. Wir sind alle verdammt. Tja, das schön sieht echt nicht aus. Ich lebe schon seit 60 Jahren in Aargau. Ich weiß, die Zitadelle steht leer, soweit ich zurückdenken kann. Es scheint dort etwas Böses zu gedeihen, genau wie in alten Zeiten. Das ist ein Luftschiff. Auch ich war ein Abenteurer wie ihr, doch dann traf ich auf mich ein Fall. Och nein. Und sagen wir, ich konnte eine Weile nicht sitzen. Ich würde euch ja helfen, aber leider kann ich nicht mehr kämpfen. Oh, Skyrim. But then I got an arrow in the knee. Onkel. Ist alles in Ordnung? Sid! Nein, Sid! Eine Fantasy! Kein Fantasy ohne Sid! Ach Gott! Kairos, endlich seid ihr wieder zu Hause! Hier ist viel passiert und die Ödnis verbreitet sich immer schneller. Fast halb Aogai ist bereits ausgelöscht. Wir müssen schnell handeln. Onkel, wir haben die Macht des Kristalls und Clouds Schwert. Clouds Schwert! Oh ja, das ist der Noria-Mine. Das sollte reichen, um das Böse zu besiegen, das in der schwarzen Zitadelle lauert. Oh, und auch Annie habe ich hier, um das Schwert zu führen. Das ist schön, dass ich auch da bin. Wir sind bereit, zur schwarzen Zitadelle aufzubrechen. Was macht er jetzt? Gut und schön, aber ihr braucht das Amulett von Gorn, um in die Zitadelle zu gelangen. Es wurden zwei Hälften gespalten. Eine ist im Heiligen Hain zu finden. Sie liegt im Süden von Aogai. Ich war letzte Woche dort und sah, dass der Fels in der Nähe des Eingangs neulich eingestürzt ist. Ihr braucht eine Bombe, um ihn zu räumen. Redet mit Garen, dem glatzköpfigen Kartenspieler aus dem Markt. Er war allerzeit Offizier bei der Armee. Und ihr könnt ihr die Bombe besorgen, damit wir in den Heiligen Hain gestanden. Ich finde dabei einen Weg, stärker zu werden. Sie hat mich wohl nicht immer darauf verlassen, dass sie mich beschützt. Ich gehe heim, um in der Bibliothek meines Vaters zu recherchieren. Er war ein mächtiger Zauberer, der so manch wirksamen Spruch konnte. Cool. Was ist nur los? Ich stoße später wieder zu euch. Sucht inzwischen Garen auf und fragt nach den Bomben. Mach ich. Ihre Rote war genauso eigensinnig. Viel Glück. Mitglied verlässt Gruppe. Nein zu sein ist weit einsam. Oder ist etwas eine. Gut. Jetzt geht erstmal speichern. Ding, 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 ding. Spiel gespeichert. So. Du musst der gute Garen zu sagen hat. Jetzt kriegen wir endlich Bomben. So, das bist du wahrscheinlich. Hey, Garen. Wird eine Bombe. Ich gehöre schon ewig nicht mehr zu der Mars. Nein! Ich habe schon so gedacht, Garen, vielleicht meinst du die von Loi oder so. Oh, ist das geil! Oh, ist das cool! Die Mars, ja! Und ich habe keins von diesen Dingern aufbewahrt. Ach, herrlich. Ihr solltet mit unseren Krankenschwestern nötig von hier reden. Sie kennt jeden Klatsch über Aogai und seine Bewohner. Mit wem? Okay. Ach Gott, ey, so viele Anspielungen. Man haben sich echt mal Mühe gegeben. Taro. Ihr seid auf Pumpenhaus, dann redet mal mit dem verrückten Alten, die dort beim Brunnen wohnt.
Sie hat alles Mögliche in ihrem Keller. Na gut. Nur gut, dass man mir diese Salbe für schwere Verbrennung gegeben hat. Hä, wo? Die dort beim Brunnen wohnt. Brunnen ist hier. Die meine ich die. Ah, bestimmt da drin, oder? Da komme ich nicht rein. Oder meine die hier? Meint ihr jetzt dort oben? Ich schicke mich von A nach B und wieder zurück. Und hier war ich noch gar nicht. Ach, die bestimmt. Warum sagt er? Ja, in meinem Keller habe ich welche. Sie sind schon seit dem Krieg dort, aber ich bin fast sicher, dass die noch funktionieren. Hier kommt sie aber nur, wenn ihr etwas für mich tut. Wisst ihr, ein Drache greift das Land hier an und hinterlässt nichts als verkohlte Erde. Müssen dieser Mächtige ein bisschen Chaos machen. Hilfsoffizier Raylan hat diese Woche Patrouillen, er wird euch mehr sagen können. Ihr findet ihn am Dorfeingang. Okay. Ein Drache besiegen, natürlich für eine Bombe. Was macht man denn nicht alles, um Sprengstoff zu bekommen? Der Chip oder was? Der Drache hat ja eigentlich einen eigentlichen Drachen hat wohl niemand gesehen. Weißer Spuren am Boden, große runde Krater vor guter Erde. Ihr müsst den Kleinen sogar ins Dorf zurückschicken. Mal sehe ich ihn bei den Krater spielen. Wirklich, Kinder so einfach in der Nähe eines Drachens zu lassen. Ich werde mit seiner Mutter reden, sie wohnt im Haus neben Sitz. Oh. Meine Güte. Das ist wahrscheinlich die hier. Seid ihr nicht alt genug, um zu wissen, dass es keinen Drachen gibt? Das vermaledeite Kind muss die Bomben aus dem Keller der alten Dame gestohlen haben. Mir kam dieses Feuerwerkskörper schon etwas groß und schwer vor. Bittet ihn, euch die Bomben zu geben. Hoffen wir, dass sie bei euch sicher aufgehoben sind. Ja, wo ist der? Ach, ich weiß wo. Der um den Brunnen gerannt ist. Ja, ja, ja. Ich will verdammt mal rennen können. Hallo, hallo. Aber Spaß war es wahrscheinlich wert. Kann ich wenigstens eine behalten? Habe ich jetzt Bomben bekommen? Ah, gut. Andy, ich bin stärker geworden. Das ging schnell. Habt ihr die Bomben? Nee, natürlich. Mit Vorsicht zu handhaben. Ja, ausgezeichnet. Dann auf nach Süden zum Heiligen Hain. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Go, go, go. Eigentlich diesen DVD-Player machen. Wie habe ich viel Geld? Nein, will ich nicht. Wie viel Geld habe ich? 1200, der kostet 5000. Ah, vielleicht kann ich auch einen Rückweg nehmen. Komm, ich schieb hier auch nochmal vorbei. Spiel gespeichert. So, im Süden sagen sie. So, du kannst jetzt mächtige Zauber. X-Kristall. Cool. Gute Sache. Das ist ja doch sowas nütze. Kann auch heilen. Island.
Bam. Das ist gut, dass es ja noch keine MP gibt. Deine Waffen verdrängen, Bruder. Ihr werft für Magie, Bruder. Sehr schön. Was ist los? Liege rein. So, kann ich jetzt hier die Bombe placen? Ah! Cool. Pops. Ach, scheiße. Coole Sache. Ist. Da hast du ganz schön viele Bomben mit. Was bist du denn? Cool. Stimmt, so sah es am Anfang aus. Ah, das muss ich jetzt ausnutzen. Ah, hier stand der kleine Baum. Ah, ist das cool. Was steht denn da? Bitte die kleinen Bäume nicht verbrennen. Mach ich das mal besser. Kling. Schön. Kann ich das etwa tun? Was ist hier? Ach man, wie komme ich gar nicht weiter, oder? Nö, ich komme nicht weiter. Boah. So, dann irgendwie was mit den Bäumen dann machen. Das Ding nicht verschieben. Ah. Möchte ich die Bombe davor setzen? Verstehe ich gerade nicht so ganz. Muss doch stattdessen noch was anderes noch sein. Oder kann ich das alles wegsprengen? Kann ich die Dinger wegsprengen? Muss ja irgendwas hier unten sein, oder? Ja, nicht weiter, oder? Oh, hier drüben geht's weiter. Ganz vorsichtig.
Ausgraben, ihr habt mit einer Bombe eine riesige Mauer gesprengt. Ich will aber zu der Truhe kommen. Oh Mann. Ich hätte nicht gerechnet, dass es so schnell geht. So. Ist hier noch schön was? Ah, ich weiß, was ich mit dem Bogen machen muss. Ein Stern. Ich weiß, was ich mit dem Bogen machen muss. Ich beschleunige jetzt mal ein bisschen. Okay, es geht damit schneller. Bogen schieße ich jetzt auf das Feuer und mit dem Feuer wird der Dings ausgeschaltet. Der Baum. Zack. Vielleicht nutzen wir den. Ändern. Der Kleinbaum wächst hingegen überhaupt nicht mehr. Da wollen wir auch nicht nachwachsen. Schwert ausrüsten. Macht sich besser. Da ist nichts, da ist nichts. Aber Mann! Verstehe. I understand. So, kann ich den Fels jetzt nicht kaputt machen? Kannst du der Schatztruhe hin? Oder auch nicht? Ah, alles klar. Stern von Evelyn. Ihr habt 10 versteckte Kerne. Kerne. Ja, ja. So. Also. Jetzt müssen wir den nächsten Speicherpunkt spielen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen überlänger werden, aber ist ja egal. Macht Spaß.
So, was gibt's hier Schönes? Kommt her. Ach schon. Achso, dann komme ich jetzt hier rüber. Ah, jetzt möchte ich Feuer rüber schießen, oder? Ah, ah. Was ist das denn? Ihr könnt folgendes Ziffer entzünden, meine Flamme, um einzutreten. Okay. So, jetzt muss ich überlegen. Was kann ich mit dem Feuer machen? Kann ich da drüber schießen? Nee, der Baum ist zu groß. Darf ich also hängen? Zwölfmal zwischen Vergangenheit, okay. Ah, nice. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurückwechseln. Jetzt komme ich aber nicht zurück. Wegen dem verkackten Baum hier. Was habe ich jetzt eigentlich getroffen? Ist hier durchgeschossen. Mich zurückgewandelt, ne? Hm. Ah, alles klar. Bombs. Ah, okay. Nee, nicht okay. Ah. Ah, alles klar. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Alles I.O. Ich muss mir diesen scheiß verdammten Baum noch entzünden. Zack. Zack. Oh ja, das wird ganz schön überlegen. Ach, soll's. So. Jetzt können wir mich hier rein. Nummer 2. Tada! Was gibt's hier Schönes? Oh ja. Oh ja. Ist das fies, ey. Ja. Vielleicht tot. Ja, das Ding auch. Das Ding so. Ach, das Amulett-Hälfte, jetzt schon. Also, ich muss nur lebend rauskommen. Noch einer. Ich brauch das Herz, ich brauch das Herz.
Oh, das ist fies. Das ist fies. Wo fährt er jetzt fort? Anfang bis Ende. Oh ja. Hätte er mal versucht, mit Fallen diese bekämpfen. Scheiß Skelette, ey, die gehen mir auf den Sack. Ah! Geht doch. Ja, danke. Ja. So schnell kann man gar nicht reagieren, ey. Ey. Ja, mich so platt machen. Nummer eins. Nummer zwei. Oh. War nicht so einfach. Gut. Geschafft. Und zurück. So, hab ich die erste. Ich sagen, ab zurück. Ah, oh, da komm ich ja nicht rüber. Ist er durch? Ja, Mann. Nee, komm ich nicht. Ich habe jetzt drüben einen Baum zerstört. Ach, Mann, ey. Ich komme nicht zum Speichern. Doch nicht. Och, Mann, ey. Scheiße. Geh mal da unten lang. Ah, sehr schön. Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den heiligen Heim befallen. Wir müssen nach Auge ereilen und meinen Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amulets finden, bevor es zu spät ist. Ja, aber natürlich. Oh. Ja, der Zauber trifft nicht oder was? So. Speichern. So. Gut. In dem Sinne sage ich schon mal Tschüssi, Tschüssi, bis zum nächsten Mal.